Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Hallo zusammen. Ja, und der Herr Prof ist wieder dabei. Ja, ich mach wieder mal mit. Genau, ich konnte ihn überzeugen. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich ganz tolles. Ja, ja, ja. Ja, das ist eben das. Das ist das Blöde am Roten. Das kommt immer wieder mal irgendwelche Zeugs raus. Ich muss ja jugendfreundlich bleiben. Aber grundsätzlich, wir haben da schon. Oh, ey, geil, mach das mal kaputt. Ach, da kommt halt so alle 5 bis 10 Minuten mit so 20 Milliarden Onager raus. Weswegen ich inzwischen nur noch Reiter ausbilde. Hat sich als effektiv erwiesen. Glaube ich. Ja gut, jetzt sind wir halt, das ist eine blöde Position zu kämpfen. Zugegeben, okay, gib's dir zu. Ja, du hättest ihn vielleicht besser. Ja. Egal, wo waren wir? Vielleicht oder sowas da. Hm? Was? Vielleicht irgendein Mönch oder sowas in der Nähe? Ich habe eigentlich gar nichts Mönchiges. Okay, du heilst nichts. Okay, gut. Nö, ich heile gar nichts. Okay. Ist mir jetzt egal. Okay. Aber ich wollte, glaube ich, noch irgendwas verbessern. Nein, da haben wir alles, was ich brauche. Das da will ich haben. Chemie! Chemie! Da bist du dafür, ja. Oder? Ja, aber immer. Oh Mann, jetzt hat er meinen Angriff. Ich habe vorher irgendwie relativ lange gebraucht, bis ich da 20 Milliarden Türme, also nein, eigentlich nur 3 Türme und so eine Burg weggeklatscht habe. Ich sehe die Abdrücke. Ja, es ist halt. Ich halte immer noch so einen kleinen Trupp hier, weil er halt immer wieder mal versucht anzugreifen und ich keinen Bock habe, nachher wieder eine halbe Stunde lang. Naja, bei einem Bevölkerungslimit von 75 ist der Trupp gar nicht so klein. Das stimmt. Aber eben, wenn mal so 20 Onager schießen und der erste Treffer landet, dann habe ich nur noch 5 hier. Ja. Klar, die schaffen das schon, aber. Also gut. Jungs, hat's einen Turm. Den nächsten erledigt das. Mhm. Genau, wir drücken halt immer wieder mal so ein bisschen rein. Ich versuche so ein bisschen alles zu machen. Wir haben nämlich noch lange nicht alle Verbesserungen. Ja, ja. Aber ist auch. Ja, deswegen. Ja, eigentlich nicht mal alle relevanten, aber ich trug schon mal rein. Ich habe vorher auch mal, ganz am Anfang kriegst du ja ganz viele Truppen. Mhm. Aber sonst nichts. Und da bin ich auch einfach mal die ganzen Truppen geschreddert. Einfach um die ersten zwei Gegner rauszunocken. Ja. Bis die weg sind, so. Tschüss. Ja. Na, du deckst bitte. Wo ist der Angriffstrupp? Was? Nee. Mhm. Ja. Ist nur einer. Ja, das sehe ich gerade. Und Mönch ist nicht so, ja. Er kämpft doch. Ach ja, ich sehe schon, es hat sich nicht verändert. Gut. Es hat sich, hallo? Gut, das nächste Mal haben wir einen ordentlichen Angriff, ist gut. So, tschüss. Nein. Ihr Säcke. Das ist ja auf dem Parkplatz, das ist ja. Ja, das ist. Ihr Pisser. Und ja, Lair steht auch einfach irgendwo in der Burg und wird nicht eingesetzt. Ich dachte, wenigstens einen Helden möchte ich bis zum Schluss behalten. Ah, okay. Alle anderen habe ich schon geopfert. Ah, echt? Ja. Oh. Ist doch auch irgendetwas, was man von mir nicht erwartet. Ey, sag mal, geht er jetzt... Wow. Wow. Ja. Ah, nein. Nein, macht er nicht. Nein, macht er nicht. Offenbar nicht. Lass das. Aber es finde ich mühsam, dass das Bevölkerungslimit da irgendwo bei 75 ist. Ja, sehr. Ändert sich das irgendwann mal bei der nächsten Kampagne oder so vielleicht? Ja, ich glaube nicht. Das ist ja übel. Ich habe nur die bisher gespielt und die ersten zwei von Saladin. Oder ist es einfach auf wegen schwer oder so, dass man... Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen mühsamer gestaltet, keine Ahnung. Ja, das Bevölkerungslimit ist ein Problem. Ich weiß. Es ist effektiv, wenn. Ja, so. Ja. Ey, sag mal.
Ja, da kommt jetzt der ganze. Gut, das ist getröpfelt. Er tröpfelt rein, ja. Das ist nicht. Warum machst du nicht das Upgrade? Weil Paladin ich immer noch nicht genügend Gold dafür habe. Aber ja, stimmt, das wäre was. Wenn du ein paar der Pfer. Es ist 1000, ne? 750. Gold. Ich glaube, ich warte mal kurz bis. Du bis könntest auch ein paar der Pferde aus der Warteschlange rausnehmen. Ein paar der Chevaliers, ja. Ne? Chevaliers, ja. Ja, das sind Chevaliers. Genau. Hättest du wieder ein bisschen mehr Gold? Ja, oder ich trink erst jetzt auf. Aha. Okay, gut, ich muss sie rausnehmen. Ne? Genau. Siehst du, plötzlich hättest du genug Gold. Aber Trupp. Wenn du nur auf eine Einheit setzt, solltest du die Upgrades für diese Einheit machen. So, können wir jetzt bitte den Turm da fertig machen? Ich hätte gern Fortschritt. Irgendetwas. Ach man. Elite-Langbogenschützen. Ich weiß. Bei mir waren die der Grund, weshalb ich dann nur noch Kavallerie ausgebildet habe. Ja, das ist auch sowas, ja, klar. Ja, die mit Nahkämpfern nerven einfach. Mhm. Ja, ich könnte auch Chukonos gegen sie. Nein, kann ich nicht, die sind zu weit. Die haben mehr Range. Blöd. Ah, er steht rum, das finde ich super. Das ist eine sehr tolle. Das genau, macht das. Ich glaube, er will den Turm reparieren. Das ist bitter. Ja. Mhm. Das wollte er ja. Wisst ihr, was wir machen könnten? Komm mal mit. Ey, sag mal! Lass den in Ruhe! Da, Fries. Ey, ja. Nein. Oh. Ja, okay. Hose. Tja. Nochmal 210. Weg. Welchen Teil von weg habt ihr? Und der das da. Wo? Hä? Ja, ich nein. Weiß noch. Nein. Was macht ihr? Scheiß auf den Typen. Der will noch gucken. Solange er guckt und nichts betatscht, ist auch kein Problem. Okay, jetzt reicht's. Kommt mal alle hin. Was macht ihr denn da? Ah, lustig. Wer macht irgendetwas absolut Behindertes? Das ist schon. Ja. Das ist. Ich erinnere mich sehr gut. Woran? Was das war bei dir auch, so. Ah, die wollen das einfach nicht aufgeben, ne? Na, der Rote ist recht hart. Ach was. Ich habe demnächst eine Burg da vorne, da kann ich sinnvoller produzieren. Apropos sinnvoller. Ja, das könnte ich nachher auch noch machen. Haben wir. Ja, sowas könnte man. Ganz vieles könnte man. Naja. Aber er war mal eine Zeit lang hier. Mit seinen Truppen, ne? Ich habe ihn noch rausgeprügelt. Hm. Fühle mich irgendwie toll. Ein bisschen. Ja, ich glaube, ich habe den damals mit irgendwelchen Selbstmordaktionen kaputt gehauen. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, Selbstmordaktionen. Also einfach rein und so viel kaputt haben wie möglich und sobald die alle tot sind, die nächste Welle. Ah, gut. Das geht auch. Also ausbluten. Ja, nicht mehr. Ja. Ja, gut. Wir haben die Marktplätze des. Zwei Gegner, ich kann handeln, bis ich umfalle. Eben. Eben darum. Ich hab nichts zu tun. Wie jetzt? Wisst ihr was, Burgrush? Kommt mal her. Ja, genau, Castle Rush. Könnt ihr das irgendwie. Ah, ja, gut, das könnt ihr noch gerne erledigen und der Rest kommt bitte zurück zur Burg. Obwohl. Kann ich denn. Du? Es tut mir leid, du bremst meine ganze Armee. So, und du greifst jetzt einfach mal an, die sind schon beschäftigt. Genau, das mach mal kaputt. Genau, so habe ich das auch gemacht.
Das funktioniert. Das funktioniert. Ist nicht so elegant, aber ich glaube, auf Eleganz kann ich inzwischen echt pfeifen. Ja, ja. Ah, guck mal, Holz brauchst du auch nicht. Ich glaube, du brauchst Holz für diese Drecksdinger da. Das ist sinnvoll. Dieser. Das da. Naja, wenn die Mauer durchgezogen wäre, wäre das schon. Ja. Sinnvoll. Aber der ist schon seit sehr langem hier alleine. Ja. Das heißt, er hatte nie vor, die Mauer irgendwie fertig nein. zu bauen. Nein, nein, hat er nicht. Oh, ja, 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 okay, alles klar. Kapisch, kapisch. Wie viele Türme hat er denn? Und los. So können wir es eigentlich auch machen. Richtig. Ein bisschen schneller so. Ah, dann halt. Ich glaube, unser Tribok trifft so ein bisschen. Nicht immer. Ja, er. Das sein? Sie treffen nicht immer, ja. Das ist aber fies. Gibt es so einen Wahrscheinlichkeitscounter? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er trifft? Hast du die ja. Burg? Ui, das finde ich super. Schon? Okay. Ja, gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es muss ja wahrscheinlich irgend sowas ähnliches sein. Irgend sowas ähnliches wird sein, ja. So, guck mal. Übrigens, du weißt, wenn du die Gebäude dicht bei der Burg baust, dann kannst du eine Seite decken. Nicht, dass es nötig wäre, weil... Da ist es wirklich nicht nötig. Aber, ja. Ja, klar. Auch bei den Türmen funktioniert das relativ gut. Yep. Aber ich habe eben das Gefühl, er ist schon ziemlich am Ende. Er ist schon ziemlich am Ende, ja. Na, guck mal, nächste Turm. Wenn er handeln könnte, dann, ja, dann würde es anders aussehen. Ja, ja, aber ich glaube, es war echt geile Idee, die anderen zwei auszunocken. Ah, jetzt ohne Holz kann er auch keine Bogenschützen mehr haben. Das finde ich super. Naja, weil sonst wären da irgendwelche Paladine und sonst weiß nicht was gekommen von Orange und noch irgendwelche anderen Viecher von Violett. Ja, ich glaube, ja. Da wäre ich ziemlich tot. Vielleicht können wir das mal in Scharmützel einfach mal rushen. Einfach mal was? Irgendein Gegner rushen, so von Anfang an. Ganz neue Taktik. So irgendwo ganz früh irgendwelchen Scheiß ausbilden und reinschicken, da kommt aus keine Bauern mehr. Tschüss. Ja, das ist. Das hab ich mal gemacht. Aber hast du nicht mitgekriegt, hä? Ah. Also hat natürlich nicht funktioniert, aber egal. Wir haben einmal gewonnen, vielleicht hast du es dort gemacht. Ja, also, es war nicht wirklich ein Rush, es war mehr ein Störangriff. Ja. Na gut, das hilft auch. Ja. So, du komm mal mit. Dann noch eine. Ich glaube, das ist der letzte Turm. Dann hätten wir den Scheiß erledigt. Was ist das? Was ist das denn? Nein. Nein, du willst kein Holz. Glaub mir, du willst kein Holz. Guck mal, ich will euch gar nicht töten, ne? Er macht mich einfach irgendwie. Ich würde ja die Bauern in Ruhe lassen, aber. Die sind auch zu aggressiv. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Man zwingt mich zu Gräueltaten, Leute. Kann nichts dafür. So, gut. Ja, wenigstens ist das nicht Paris. Hm? Wenigstens ist das nicht Paris. Was? Paris wollte das auch. Aber natürlich. Sie haben es mir gesagt. Wieso holst du da eigentlich nicht irgendwo anders? Ich meine, da hat es auch ganz viel Wald. Das ja. Sehe ich nicht einmal. Naja, richtig, aber der Wald ist viel besser. Ja, natürlich ist er viel besser. Mhm. Deswegen habe ich auch den besetzt. Ja, klar. Ich besetze jetzt schon nicht irgendwelchen Fusel, hä? schafft er das dann? Nein, natürlich nicht. Okay, auf was auch immer er geschafft. Ah, doch! Ich hab's doch. Geschafft! Dammit! Ah.
Das war jetzt nicht so klug. Ja, ja. Du hast ihn. Ich glaube auch, ja. Ja, ja. Wisst ihr, was er könnte eigentlich? Gibt's... Schau, ja, warte, sie treffen nicht so gut. Lass das mal. Sonst hätte ich jetzt die Ritter auch reingeschickt. Aber... Oh. Was trägst du? Sieht man das beim gegnerischen... Nein. Ja? Fischer, also Nahrung. Also, Frau der Bauern. Na sowas. Hätte ich jetzt nie erwartet. Okay, alles klar, ich weiß, worauf ihr euch schickt. Worauf das Next schießt, ja. Guckt mal. Ja, nachher haben sie auch ganz viele Ziele in der Nähe. Ah, was ist das? Da kommt das? Ja, ja. Das sind ja zwei Beinchen und ein Bogen. Sag mal. Und vier Beinchen sind auch da. Ei, und der Fusel. Wisst ihr was? Lasst sie mal rauskommen. Ich hab keinen Bock, unter der Burg zu kämpfen, das ist nicht gut. Da. Oder auch doof. Komm schon! Was macht ihr? Wieso? Wie? Okay. Du hast es auch gesehen, oder? Das sind einfach zweimal so einfach lustig. Der hat auch keinen Bock. Der klassische Kontrollverlust. Ja, ja. Ja. Also ich bin ja schon super, aber ist jetzt ein bisschen krass, wie die einfach gar nichts machen und hier nur hinlaufen. Was ist das? Ja. Ja, schön, der macht wenigstens was Sinnvolles. Gut. Kontrollgruppen können helfen. Ja, aber nicht in der Situation auch? Ja, kannst du schneller wieder zusammenkommen. Ja, gut, das stimmt. Ah, nein, warte mal. Die, die da dran kommen, bitte da dran kommen, der Rest macht schon irgendetwas. Nein. Das ist nicht sinnvoll. Ich weiß nicht, wie er drauf kommt, dass er Mauern angreifen will. Aber ich empfinde das nicht als sinnvoll. Andererseits habt ihr eh nichts zu tun. Also. Oh, da hinten haben wir noch Jungen. Wir müssen da durch. Okay, da hinten hin. Okay, also der Turm muss definitiv weg. Dann deckt das nämlich ein bisschen blöde. Okay, nicht die klügste Idee. Ihr zwei. Ihr ja. Zwei habt nichts zu tun, ja? Also wie gesagt, an sich ist es ja egal, ne? Ja, stimmt. Wohl wahr. Oh! Ja, das, okay, das war sinnvoll. Keine zweite Burg, nein. Wieso hast du überhaupt noch Steine, du Sau? Ja, er hat viele Ressourcen, aber nee, nicht jetzt. Doch so. Ja, doch, das könnte er ja ohne jeglichen Schaden erledigen. Das wird wieder aufgeräumt. Das könnte er erledigen, auch wenn er keine Schiffe mehr ausbildet. Das war auch so. Irgendwann mal ich mit den Truppen da, alles andere aufgeräumt, plötzlich hinten Schiff. Nein! Tu mich auch. Darum hast du die, okay. Ja, ja, die ist. Was haben wir da eigentlich so? Ah, egal. Ah, das wäre vielleicht auch noch was. Das wäre vielleicht viel früher was gewesen. Ja. Jetzt weißt du, dass es das Upgrade gibt. Ich hab's auch nicht gewusst. Oh, gewusst habe ich's, glaub ich sogar. Okay, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich meine, nach all den Scharmützeln. Aha, ja gut, du hast es vor den Scharmützeln gespielt. Yep, genau. Das ist halt.
Ja, ihr kennt jetzt doch. Nein. Obwohl, er hat jetzt gerade sein eigenes Gebäude getroffen, aber... Auch das war lustig. Ah ja, Castillo de Bataille. Castillo de Bataille? Die Gegend heißt Castillo, also das Dörfchen. Okay. Und heutzutage heißt es Castillo de Bataille. Scheint sich jetzt zumindest, das ist da in den Pyrenäen, das war mal Englisch. Bataille? Ich schätze mal wegen der Schlacht. Bist du sicher, dass du es richtig aussprichst? Bataille. Okay, ja, also gut. Der Schlacht. Castillo der okay. Schlacht. Übersetzt. Ja. Wie sprichst du es denn aus? Na denn? Ist ja egal, komm. Du hast wahrscheinlich recht. Ich denke mal, du hast da ein bisschen mehr. Erstens aktuelleres Wissen. Und ein bisschen mehr Ahnung. Ach, das glaube ich nicht. Aber was Französisch betrifft, müssen wir da gar nicht erst streiten. Wo ist mein... Das ist doch auch frech. Ja gut, da hinten ist halt einfach sauber. Aber eigentlich ist es frech einfach... es ist frech. Gut, stopp. Wart mal kurz. Bis die Jungs das erledigt haben. Sonst kommt das nicht gut. Ich habe nämlich schon mal die letzte Mission habe ich quasi im letzten Moment verloren. Also wir haben schon gewonnen. Wir mussten auch wieder irgendwie 6 bauen und Johanna in so ein Viereckchen reinbringen. Habe ich reingebracht. Und dann hat irgend so ein Onager auf Johanna geschossen. Da waren halt viele Bauern tot. Du hörtest schon die Siegesmusik am Schluss und du hast sie haben verloren. Nein! So dumm. Ich weiß, welche Mission. Ja, ja. Ja, genau die. Ey, da kommt jetzt am Schluss noch irgendwelche... Ey, halt, sag mal. Woher kommt ihr denn jetzt? Ihr habt hier also absolut gar nichts verloren, Jungs. Der Turm hat hier gar nichts verloren. So, jetzt. Wahrscheinlich hast du recht mit der Aussprache. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, wie man es schreibt. Bataille. Bataille, was auch immer. Okay. Könnt ihr mal schauen, was da so geiles... Weg damit. Er könnte noch bauen, mobben, bis wir gewinnt haben. Jetzt lebe Frankreich! Ah, es gibt eine Errungenschaft für Jeanne d'Arc-Kampagne. Ah, der hatte da noch ein bisschen was Produktionsmäßiges, aber... Da unten war fertig. Ja, kein Gold. Kein Gold, das stimmt. Ah! Doch, ach, Gold bei auch. Seiner Burg, aber das war ihm egal. Ah, du kleine Sau. Ah gut, das wäre eh nirgends hingekommen. Naja, haben die alle Verbesserungen, die ich haben wollte. Gut. Also, jetzt kommt ein Text, ne? Ein Jahrhundert geprägt von Last, Blut und Siegen der Engländer wurde in etwas mehr als einem Jahr von einem jungen Mädchen umgeworfen. Der hundertjährige Krieg ist zu Ende. Was noch wichtiger ist, Johannas Taten haben ein neues Bewusstsein für die nationale Einheit Frankreichs geschaffen. Bauern und Adelige gehören nicht länger den Lehnsherren und Königen, sondern Frankreich. Wir lassen nicht zu, dass Johanna in Vergessenheit gerät. Schon jetzt sind Statuen und Porträts aus Buntglas in Hunderten von französischen Städten in Auftrag gegeben worden. Johannas Verurteilung wurde rechtmäßig zurückgenommen und schließlich wurde sie heilig gesprochen. Manchmal werden geschichtliche Ereignisse durch Waffen entschieden. An anderer Stelle spielt der Zufall eine Rolle. Im Frankreich des 15. Jahrhunderts wurde die Geschichte jedoch
von einem jungen Mädchen beschrieben, dem einzigen Menschen in der Geschichte, der die Heere einer ganzen Nation schon im zarten Alter von 17 Jahren befehligte. Muss ich jetzt sagen, stimmt nicht ganz, aber... Ja, stimmt, das recht. Also, sie war schon der Punkt, dass es dann wieder besser wurde für Frankreich. Ja. Aber sie hat nicht in einem Jahr den Krieg beendet. Es dauerte noch ein paar Jahre nach ihrem Tod, bis man Engländer ganz rausgehauen hat. Auch das mit der jüngsten Frau der Geschichte, die eine Armee befehligt. Weiß nicht, ob das stimmt. Weiß nicht, ob das stimmt. Von einer ganzen Nation. Gut, wie definierst du Nation, ist dann die Frage. Ja, also, ja. Jetzt habe ich die Statistik wegge... Ah, oh, Mann. Ah, ja. Auf jeden Fall, ne? Leute, das war Joanna von Orléans. Und ja, die Kampagne ist jetzt fertig. Und das nächste Mal geht es dann weiter mit dem Monsieur Saladin. Ich freue mich irgendwie auf den Saladin-Kampagne. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, ich finde den Saladin cool. Naja, Leute, aber falls ihr sehen wollt oder so, was da bei Saladin so gelaufen ist in der Zeit der Könige, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Bis dann.